Borussia Dortmund hat in einem unglaublichen Spiel gegen RB Leipzig knapp mit 2:1 gewonnen. Endlich eine sehr gute Leistung, die wir uns von dieser Mannschaft wünschen. Und vor allem mit einer Man-of-the-Match-Performance von Maximilian Bayer, der zum allerersten Mal für Borussia Dortmund trifft und sogar noch den entscheidenden 2:1-Treffer von Guirassy vorlegt. Also fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum zum Teufel sollte Maximilian Bayer denn überhaupt ein Flop sein? Viele haben auch letztens bei einem Short von mir, wo ich erwähnt habe, dass Maximilian Bayer einer der Flops bisher in der aktuellen Saison ist. Wo ich sogar sagen würde, dass das eigentlich immer noch stimmt, weil wenn wir ehrlich sind, Maximilian Bayer ist für 30 Millionen Euro zum BVB gekommen und wenn wir ehrlich sind, wenn jemand für so viel Geld wechselt, 30 Millionen ist wirklich nicht wenig, dann erwarte ich einfach auch, oder beziehungsweise man sollte einfach einen Instant Impact erwarten und der war einfach bis auf das Leipzig-Spiel überhaupt nicht da. Und das liegt auch gar nicht an Maximilian Bayer oder sowas, er ist auch auf keinen Fall ein schlechter Spieler, wir haben ja schon in der letzten Saison bei Hoffenheim gesehen, was er überhaupt kann und dass er auf jeden Fall ein guter Bundesligaspieler ist. Das Problem bei ihm ist aber nur, er kann es einfach nicht bei Borussia Dortmund zeigen und es liegt halt wie gesagt gar nicht so an Maxi Bayer, sondern vielmehr am BVB bzw. an dem System, in dem er spielt. Viele haben auch erwähnt, dass es noch zu früh wäre, um ihn als Flop zu bezeichnen und da würde ich auch voll mitgehen. Es ist wirklich noch ziemlich früh, um ihn so zu bezeichnen, aber wenn wir uns mal so wirklich in die Stats reingucken, von Maximilian Bayer, dann sehen wir halt 12 Spiele für Borussia Dortmund und erst ein einziges Tor. Und wenn wir mal so ein bisschen ins Detail gehen, dann können wir auch sehen, das liegt gar nicht unbedingt an Maxi Bayer, wie gesagt, sondern er kommt auch einfach gar nicht in diese Spots, in denen er überhaupt treffen kann. Gegen Leipzig hat er auf jeden Fall 3 ganz gute Abschlüsse gehabt, aber sonst in den ganzen 11 Spielen vorher 3 Schüsse aufs Tor, beziehungsweise generell überhaupt Schüsse. 3 in 12 Spielen. In 11 Spielen. Nur mal zum Vergleich, Dennis Undaf, der für eine ähnliche Summe zu Stuttgart gewechselt ist, in dem gleichen Sommer, hat in der gleichen Zeitspanne wie Maxi Bayer mehr als 30 Schüsse abgegeben. Und natürlich muss man, wie gesagt, fair sein. Dennis Undaf hat natürlich schon eine Saison vorher beim VfB gespielt und kennt einfach das System, was beim VfB gespielt wird. Ganz anders als Bayer. Und das ist so, finde ich, das Main-Problem, was Bayer beim BVB hat, beziehungsweise jetzt in den letzten 10 Spielen hatte. Er weiß gar nicht, wo er zu spielen hat. Denn ein Flügelspieler ist er wirklich nicht. Alle sagen immer, er kann auf dem Flügel spielen, er kann auf dem Flügel spielen. Ja, okay, er kann da spielen. Nur weil er da spielen kann, heißt das nicht, dass er da spielen sollte. Emre Can kann auch Rechtsverteidiger spielen, heißt aber nicht, dass er das machen sollte. Das heißt, auf dem Flügel sollte man Bayer auf jeden Fall nicht spielen. Was man auch nicht machen sollte, ist ihn als alleinigen Stürmer auf den Platz bringen, weil er kann einfach keine Bälle festmachen oder so wirklich im Kombinationsspiel für Borussia Dortmund helfen. Das ist einfach überhaupt nicht sein Game und das muss man ja eigentlich checken, wenn man ihn für 30 Millionen holt. Ich meine, bei Hoffenheim hat er immer als zweiter Stürmer gespielt, entweder neben Weghorst oder neben noch einem anderen großen Stürmer, der die Bälle festmacht. Und Borussia Dortmund hat eigentlich den genau perfekten Spieler in Guirassy, der Bayer einfach perfekt einsetzen kann. Und das hat man vor allem gegen RB Leipzig dann gesehen. Wir gucken noch mal ein bisschen genauer in die Spiele in der letzten Saison, bei denen Bayer wirklich gut performt hat. Zum Beispiel eben das Spiel in Dortmund, wo er 2 Tore gemacht hat und tatsächlich neben Bebu Stürmer spielte. Ein weiteres gutes Spiel von Bayer war das Spiel gegen Bayern München. Da hat er tatsächlich auch neben Bebu gespielt und vor Kramaric. Und auch noch ein gutes Spiel von ihm gegen Werder Bremen, auch da doppelt getroffen und da tatsächlich neben Weghorst und Bebu im Sturm gespielt. Also wir sehen, die besten Leistungen von Maxi Bayer kommen einfach zustande, wenn er noch einen großen Stürmer neben sich hat. Also eigentlich hat ja Borussia Dortmund alle Zutaten, die Maxim Bayer braucht, um ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler zu sein. Die Frage ist halt, ob Nuri Sahin es sich erlauben kann, beziehungsweise es auch so umsetzen wird, dass Maxim Bayer in einem geeigneten System für ihn spielt. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn Maxi Bayer die Hinrunde weiter auf dem Flügel teilweise spielt, wie Marcel Sabitzer oder wie gegen Bremen zum Beispiel alleinige Sturmschütze für Borussia Dortmund ist und komplett hilflos ist, dann werden zur Rückrunde wahrscheinlich die Stimmen einfach viel lauter, dass Maxi Bayer ein Flop-Transfer ist. Aber die wirkliche Frage ist ja eigentlich, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Maxi Bayer eben nicht sehr oft eben in der richtigen Rolle eingesetzt wird. Und ich persönlich denke, das wird wahrscheinlich sehr, sehr oft passieren. Denn wie gesagt, wir sehen ja, was mit Marcel Sabitzer in dieser Saison passiert. Er spielt die ganze Zeit auf dem rechten Flügel und seine Fähigkeiten sind einfach völlig verschenkt. Er spielt da einfach nur, damit irgendjemand gefühlter spielt. Er bringt dem Spiel von Borussia Dortmund in dieser Saison wirklich gar nichts. Und das Ding ist, Marcel Sabitzer hat sich ja jetzt auch schon wieder verletzt. Das heißt, es bleiben wirklich sehr, sehr wenige Optionen für Borussia Dortmund überhaupt noch auf den Flügeln. Ich meine, aktuell hat man Gittens. Malen spielt aktuell sehr, sehr schwach. Kann man eigentlich auch kaum einsetzen und ist mit den Gedanken irgendwie schon in der Premier League. Und ja, da muss halt wieder Maxi Bayer auf dem rechten Flügel spielen. Und in der Position ist er einfach
nicht sehr gut eingesetzt. Deswegen mache ich mir sehr, sehr große Sorgen um diesen Transfer und auch vor allem um Maxi Bayer, weil ich finde, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler und er ist einfach auch ein netter Typ, wirklich. Ich wünsche mir nur das Beste für ihn. Er wirkt sehr, sehr sympathisch und ich hoffe, er wird beim BVB richtig einschlagen, aber wenn wir es wirklich realistisch betrachten, es wird sehr, sehr schwierig für ihn, vor allem in der jetzigen Phase von Dortmund. Aber wie seht ihr die ganze Situation rund um Maxi Bayer? Glaubt ihr, er kann an seine guten Leistungen gegen RB Leipzig anknüpfen? Und vor allem, wie viele Saisontore glaubt ihr, schießt er in der Saison noch? Denn wenn ich ehrlich bin, alles unter 7 wäre schon echt, echt schwach. Vor allem für so einen hohen Preis, den Dortmund gezahlt hat, muss er eigentlich schon noch mehr liefern. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.